Das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe ist für uns als Linke ein Menschenrecht und ein Grundrecht. Und wir finden, dass all diejenigen, die von Hartz IV betroffen sind, in diesem Grundrecht bedroht sind. Und das heißt, rund 6 Millionen Menschen in diesem Land und darunter 1,6 Millionen Kinder und Jugendliche, die auf Hartz IV angewiesen sind. Momentan beträgt der Regelsatz 399 Euro, ab nächstes Jahr dann 404 Euro. Und das heißt rund, dass denjenigen, die den vollen Satz bekommen, also ein Single, die haben rund 13 Euro am Tag zur Verfügung. Und das heißt zum Beispiel, dass bei der Regelsatzberechnung man davon ausging, dass am Tag 4,66 Euro reichen für Speisen und jede Form von Getränken. Der Hartz-IV-Regelsatz ist gezielt aus politischem Willen klein gerechnet worden. Ich will nur noch mal in Erinnerung rufen, wie der Regelsatz berechnet wird. Da werden die Ausgaben der ärmsten Haushalte zugrunde gelegt. Schon das ist eine fragwürdige Methode in einer Zeit, wo die Ärmsten immer ärmer werden, weil es natürlich die Gefahr gibt, dass die Leute gar nicht mehr Geld für die lebensnotwendigen Dinge haben. Und dann, wenn man dann noch von diesen Ausgaben das Existenzminimum ableitet, ist das ein Problem. Und hinzu kommt, dass man dann noch ganz besondere Ausgaben als nicht regelsatzrelevant anerkannt hat. Nicht regelsatzrelevant heißt zum Beispiel, dass ein Weihnachtsbaum, Geld für einen Grabschmuck, der Kaffee im Vereinslokal oder aber auch die Reinigung für einen Anzug, den man für ein Vorstellungsgespräch braucht, als nicht regelsatzrelevant anerkannt wurde und dann nochmal gekürzt wurde. Wir sehen auch, dass das, was den Regelsatzberechnungen zugrunde liegt, die Ausgaben beispielsweise für Strom überhaupt nicht mehr realistisch sind, sondern deutlich unter dem liegen, was durchschnittliche Stromkosten sind. Und insofern ist der niedrige Hartz-IV-Regelsatz auch mit dafür verantwortlich, dass es in diesem Land immer wieder zu Stromabschaltungen kommt, also ganze Familien geradezu im Dunkeln sitzen. Wir als Linke haben von Anfang an gesagt, Hartz IV ist Armut per Gesetz und nach jetzt fast 11 Jahren Erfahrung mit Hartz IV fühlen wir uns darin bestätigt. Und ich möchte aber noch erweiternd hinzufügen, Hartz IV ist nicht nur Armut per Gesetz, sondern auch Schikane per Gesetz, denn die Sanktionen bedeuten, dass der ohnehin so niedrige Regelsatz noch weiter gekürzt wird, 10%, 30%, 60% oder am Ende sogar ganz gestrichen werden kann. Im letzten Jahr sind über 1 Million Sanktionen verhangen worden, davon sind 141.000 Menschen betroffen, also manche Leute werden mehrfach sanktioniert. Wir wissen, dass die durchschnittliche Sanktionshöhe bei 107 Euro im Monat liegt. Das heißt, Menschen, die keine Polster haben, weil wer ein Hartz IV hat, faktisch nicht noch große Sparbeträge in der Hinterhand, denen wird das Lebensnotwendige auch noch mal gestrichen. Besonders hart finden wir, dass unter 25-Jährige ganz schnell sanktioniert werden. Denen wird quasi der Regelsatz sofort weggestrichen. Und besonders hart finden wir, dass sogar die Kosten der Unterkunft sanktioniert werden können. Somit wird Wohnungs- und Obdachlosigkeit vorprogrammiert. Wir als Linke wollen den Sanktionsparagraphen generell wegstreichen und wir stellen mit Erschrecken fest, dass sogar nach den harten Gesetzesregeln, die es jetzt gibt, noch Fehler zu Ungunsten der Betroffenen gemacht werden. Wie anders kann man sich erklären, dass, und das sind offizielle Zahlen der Bundesregierung, 37% aller Widersprüche gegen Sanktionen in Gänze oder teilweise Recht bekommen und 41% aller Klagen gegen Sanktionen Recht bekommen. Das heißt also, hier wird Menschen, die keine Polster haben, auch noch das Lebensnotwendige zu Unrecht gekürzt, selbst nach der harten Gesetzeslage. Kurzum, Sanktionen sind eine Kürzung des Existenzminimums. Beim soziokulturellen Existenzminimum handelt es sich aber um ein Grundrecht und Grundrechte kürzt man nicht. In diesem Sinne waren wir als Linke und Bernd Rixinger und ich gemeinsam heute Morgen schon vom Jobcenter in Kreuzberg aktiv und haben Kaffee ausgeschenkt, gemäß dem Motto Kaffee statt Sanktionen. Und das war für uns auch der Auftakt, der Startschuss für diesen Schwerpunkt der Kampagne. Das muss drin sein, eine Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV.